Ja, hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holze und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Ich habe mal wieder für euch einen richtig geilen Outfit-Glitch am Start, weil mich ein Haufen Leute gefragt haben, mindestens 1 Million oder so. Kannst du mal endlich mal wieder zeigen, wie das mit dem Cop-Outfit geht, wie man nach Patch 1.36, also nach dem Bikers-Update, noch das Cop-Outfit bekommt und noch das Müllmann-Outfit und die ganzen anderen möglichen Outfits aus allen möglichen Jobs, also diese Special-Outfits. Gibt's wieder einen richtig easy Glitch. Ich glaube, der wurde von Rockstar Games wieder zurückgepatcht, soweit ich weiß. Funktioniert nach Patch 1.36, ihr braucht dazu einen Kumpel oder einen random Dude von der Straße, keine Ahnung, es ist nicht so wichtig. Hauptsache noch einen zweiten Charakter, noch einen zweiten Mitspieler. Und dann geht ihr halt in den Job rein, der von Rockstar erstellt wurde, nämlich das war eine Versus-Mission. Ganz hier unten, das ist Lasterhaft, geht in Lasterhaft rein. Und wenn ihr dann in Lasterhaft drin seid im Menü, ist es da wichtig, dass ihr die Outfits einmal auf klassisch einstellt, da sind die Cops drin, und einmal auf Themen einstellt, da ist zum Beispiel der Müllmann drin. Habt ihr, ihr seht das ja, könnt ihr sehen. Teamausgewogenheit könnt ihr auf auslassen, der Rest ist eigentlich vollkommen egal. Dann switcht ihr halt hier rüber für Müllmann, das ist bei Themen, und klassisch, das ist halt der Cop. Dann könnt ihr euch halt auswählen. Erstmal Einstellung bestätigen, euren Kumpel einladen und dann geht's auch gleich los. Wir sehen uns gleich wieder im Jobmenü. So, im Auswahlmenü angekommen. Wenn ihr jetzt im Team Transporteure seid als Host, dann geht ihr hier auf Outfit-Stil und geht dann hier auf Outfit-Stil Gerechtigkeit. Und das ist das Cop-Outfit. Und wenn ihr dann die Themen ausgewählt habt im Menü am Anfang, dann geht ihr halt auf das Müllmann-Outfit, also so lange, bis ihr das Müllmann-Outfit habt. Müsst ihr halt mal ein bisschen durchswitchen, ein bisschen schauen. Jo, wenn ihr in der Mission Lasterhaft gespawnt seid mit dem Cop-Outfit oder mit dem Müllmann-Outfit oder gar mit irgendeinem anderen Outfit, dann geht ihr einfach ins Interaktionsmenü, geht dann auf Stil und geht dann auf Helmvisier. Und jetzt drückt ihr, ihr spammt so lange mit dem Steuerkreuz nach rechts oder nach links, ist ja egal, ihr spammt so lange hier rum, bis 30 Sekunden ungefähr vergangen sind, und nach 30 Sekunden, wenn ihr 30 Sekunden hier gespammt habt, dann bleibt ihr einfach so stehen und macht gar nichts, bis ihr denn aus der Lobby oder aus dem Job halt gekickt werdet. Ich spamme hier noch ein bisschen rum, ich werde jetzt gleich rausgekickt, ihr hört schon, es piept so langsam. Und wenn ihr dann rausgekickt werdet, steht denn hier, oder was heißt, kriegt ihr so eine Meldung, wegen zu langer Untätigkeit aus GTA Online geworfen, kehre aus der Sitzung geworfen, kehre zurück zu GTA Online. Diese Meldung bestätigt ihr einfach und werdet dann in eine, oder in die Lobby wieder reingeschmissen und müsste dann mit dem Outfit spawnen, was ihr hier ausgewählt hattet. Ihr spawnt dann halt mit dieser Methode als Cop oder Müllmann in irgendeinem Outfit, und jetzt müsst ihr nichts weiter tun, als zu irgendeinem Sachenladen zu fahren und das Outfit abspeichern, damit ihr das natürlich behalten könnt. Ah, vom Feinsten, Dankeschön. Schön herrschaffiert von SR Paddy in seinem geilen Saber Turbo Custom. Und geht einfach zum Klamottenladen, wie gesagt, geht hier an die Kasse. Und dann geht ihr auf gespeicherte Outfits bearbeiten. Bam. Und speichert es einfach ab hier als neues Outfit. Ich werde es jetzt nicht machen, weil ich habe schon ein paar Mal gemacht. Hier Mülljunge und ein paar Mal Polizei. So geht's mit allen möglichen Outfits. Was ich so gehört habe, könnt ihr es auch mit Landezone-Outfits machen. Wenn ihr zum Beispiel Landezone spielt und dann in Landezone geht und dann einfach ein bisschen durchswitcht, dabei Helmvisier. Rumspammt, wie gesagt, 30 Sekunden mit dem Steuerkreuz und dann nichts macht, rausgekickt werdet. Ja, und dann habt ihr es einfach. Abspeichern und für immer behalten. Also falls es Rockstar Games denn nicht wieder patcht, sehr, sehr geiles Auto. Saber Turbo Custom, for the win, Alter. Eins meiner Lieblingsautos in GTA Online, wenn nicht mein Lieblingsauto zum Cruisen. Leute, das war's mit dem Outfit-Glitch, Patch 1.36, wie ihr das Müllmann-Outfit bekommen könnt und wie ihr das Polizei-Outfit, alle möglichen anderen Special-Outfits, ja, Spezial-Outfits bekommen könnt. Danke fürs Zuschauen, und für alle, die noch einen gemoddeten Account brauchen, die können mal in die Videobeschreibung schauen, da habe ich hier die Bestellseite und die Facebook-Seite von meinem Modder-Team Extreme Modding verlinkt. Danke übrigens an SR Paddy, dass er mir am Start war, mit geholfen hat, damit ich das nicht mit einem Random machen muss, weil, wisst ihr, Randoms, da, den kann man nicht mal so wirklich trauen. So, haut da rein, bis zum nächsten Video. Peace out, ich bin raus, bye bye, ciao, ciao.